Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wieder Movie Body Counts und zwar mit dem Film John Wick Kapitel 2. Und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute wieder Movie Body Counts und zwar mit dem Film John Wick Kapitel 2. Ich hoffe, das letzte Video hat euch gefallen mit John Wick 1. Und ja, heute dann halt John Wick Kapitel 2. Ich freue mich übrigens schon auch richtig auf den dritten Teil. Ah, mal gucken, wie viel er da tötet. Eigentlich müsste er sich ja wieder steigern. Oh, wieder habe ich schon einen kleinen Spoiler reingehauen. Fangen wir mal an. Ich hoffe, ja, ich weiß nicht, ob das Format überhaupt bei euch angekommen ist, weil das Video drehe ich jetzt direkt nach John Wick 1. Ja, wie gesagt, Statistiken, fangen wir an hier. Wollen wir uns gar nicht so lange damit aufhalten. Wie viel hat er getötet und mit was? Fangen wir an erstmal mit was. Was für Waffen hat er benutzt? Mit der Glock 17 hat er 45 Leute getötet. Mit der Glock 26 34 Leute. Mit der ARM 15 18 Leute. Mit der Benelli M4 13 Leute. Oder, ja. Mit der Faust, also mit den Händen, hat er 8 Leute getötet. Mit dem Auto 3 Leute. Ja. Und dann mit Kimber Warrior, ich weiß nicht, ob das eine Waffe oder irgendwie was das sein soll, ist, hat er 2 Leute getötet. Mit dem Stift hat er auch 2 Leute getötet. 2 Leute mit dem Messer und einem mit dem Seil. Ja. Also kommen wir hier auf sage und schreibe. Habt ihr mitgezählt? 128 Leute, die er getötet hat in diesem Film. Ja. Und ich denke mal, wir machen hier gleich mal die Statistik auf. Wo landet der Film da? Und natürlich auf Platz Nummer 1, weil wir wissen, John Wick 1 waren 77 Leute, jetzt hier 128, das ist schon ein ganz schöner Sprung. Aber es geht hier noch weiter mit der Statistik. Ja? Er hat 104 Treffer in den Kopf, 90 in die Brust, 36 in den Bauch, 7 ins Bein, 2 in die Schulter, 2 in die Arme und 1 Schuss in den Fuß. Ja, kommen wir auf 302 Schüsse, die er abgegeben hat. 242 haben getroffen. Ja, also 60 Schuss gingen daneben. Und da sind wir hier bei einer Prozentzahl von 80,1%. Wir überlegen, im ersten waren es noch 86. Also er hat sich verschlechtert zum zweiten Teil, aber er hat mehr Leute getötet. Ja, müssen wir auswählen, ist das jetzt, was ist jetzt besser? Ja, ich bin gespannt auf den dritten Teil, wie viel er wohl da töten wird. Mal gucken, wann es da die erste Statistik gibt. Und dann werdet ihr natürlich hier auch das Video finden, wenn euch das Format natürlich zusagt. Wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, wollt ihr mehr davon sehen, von diesen Movie Body Counts? Dann werde ich das fortführen. Ich werde jetzt hier kein weiteres Video drehen. Demnächst, ich habe schon überlegt, vielleicht demnächst ein Rambo zu nehmen, weil ich die auch geschaut habe. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das wollt. Und sonst soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Thank you.